gebe mein Bestes und probiere immer alles. Also, was man kann mitgeben oder was ich probiere mitzugeben, ist eigentlich, dass es prägt sind, also Sozialkontakte haben und einfach prägt sind auf Geräusche, auf andere Hunde, auf, also eigentlich grob gesagt um die Umwelt einflüsse, also um unseren Alltag, egal, so fängt an, wenn man morgen aufsteht und anfängt, die Kaffeemaschine zu drücken oder einfach, das sind so die kleinen Einflüsse, die für uns gerne nicht mehr so wahrgenommen werden, wo für die Welt eigentlich, weil sie am Anfang, wenn sie auf die Welt kommen, haben sie die Augen und die Ohren zu und dann etwa so um 10, 14 Tag öffnen sie und ab dann probiere ich so viel wie möglich mitzugehen, schleichend, immer wieder so kleine Geräuscheinflüsse und letztendlich hoffe ich einfach, dass das so prägt hat und eine soziale, vom Umfeld her, das Soziale, das ich ihnen mitgebe, dass sie keine Angst haben und das ist eigentlich also der Sicherheitsschutz und Halt, den ich ihnen mitgebe, wo dann die Leute so können, hoffentlich den Hund übernehmen und da weiterführen, dass sie einfach eine vertraute Person haben und dass sie gelernt haben, dass ein Mensch etwas Gutes ist und der Lärm eigentlich absolut kein Problem darstellen sollte, wenn andere haben. Vier Wochen fange ich an zu füttern und nachher fangen die Ausflüge so an, zwischen 4-5 Wochen. Mit 6 Wochen sind wir voll dabei mit den Ausflügen. Also das sind tägliche Ausflüge und ich habe dann auch wirklich Leute oder Kinder oder Schulen, die mich anfragen, immer wieder, wo ich auch Besuche mache, die mich unterstützen, die halt auch gerne Hunde haben, die selber keinen Hund haben können. Und das ist natürlich auch immer lässig. Und den Welpenbesuch nimmt man auch sehr viel ab, bei dem, dass sie halt einfach da vorbeikommen und ich die auch einspannen oder einfach zum Teil einspannen für Ausflüge, weil ich amigs nur zwei Hände habe und das ist natürlich amigs auch lässig und von dem her, ja, ist es einfach eine wunderschöne Zeit. Mutterhündin fängt an, so mit 7-8 Wochen die Welpen total abstillen. Und dann merkt man auch, dann werden sie vorbereitet. Also wirklich, ich bin froh, habe ich ein so grosses Rudel, in dem das Mutterhündin wirklich will bieren, wenn sie immer ans Gesäuge. Und dann, ja, sie muss es immer wieder wegbeißen und sagen, so, gehen wir mal, oder? Wir wären jetzt genug alt langsam zum Auszüchen, oder? In der Natur würden sie für die Jagd vorbereitet, müssten selbstständig werden im Rudel, oder? Und dann ist es schön, meine anderen Hunde übernehmen die Aufgabe ein bisschen und helfen dann wirklich helfen mit der Züche und bereiten wir eigentlich die Hunde auch ein bisschen vor. Und dann merkt man so mit 8-9 Wochen, jetzt ist es bereit. Also weil es fängt dann an, Machtkämpfe unter den Geschwistern, die, eben, wer ist stärker, wer ist schwächer. Ja, es fängt dann die kleinen Rangeleien an und natürlich auch, wenn es an einen Sozialpartner sucht. Also man merkt, in dieser Zeit fängt einfach die Sozialbindung an.
Und das ist dann einfach schön, wenn das der neue Besitzer kann übernehmen kann, anstatt der Züchter, also die feste Bindung machen. Und da ist, ja, darum der perfekte Zeitpunkt, 9 Wochen. Ja. Wir müssen die Leute, also sie müssen weder Hunde erfahren sein, noch sonst etwas. Bei mir muss einfach wirklich das Herz aufgehen, wenn ich die Leute sehe und sie müssen die gleiche Leidenschaft haben. Also, und dann merkt man schnell mal, indem, dass es einfach auch, wenn es die Hunde, es geht schon an, wenn sie das erste Mal die Hunde sehen, wie sie den Hund anlangen, wie sie mit dem Hund umgehen, wie sie Freude zeigen, wie sie Fragen stellen. Ja, aber ich sage jetzt nicht, oh, die müssen unbedingt die Erfahrung und die Erfahrung haben. Für mich muss es einfach wirklich stimmen und ich sehe es auch an den Hunden an. Also von dem her, auch an meinen, vor allem das ist wieder das Schöne, wenn ich noch mehrere Hunde habe, grosse Hunde habe. Wie gehen sie auch mit denen um? Wie gehen die Hunde auf die Leute zu und umgekehrt? Und das sind so meine Kriterien. Aber ich kann jetzt nicht sagen, sie müssen ein Haus haben, sie dürfen nicht arbeiten und weiss nicht, also der Hund kann völlig einmal gut allein bleiben. Ich bin, sage ich, diesbezüglich sehr unkompliziert. Also, ich sage, ich habe andere Kriterien, vielleicht wie andere Züchter. Oder man hört so immer, eben, ja, sie müssen im Haus, einen Garten müssen sie haben und. Aber ich sage, das Wichtigste, egal, wir müssen die Leute wirklich Sicherheit, Schutz und Halt mitgeben am Hund. Und wenn sie das können, dann ist das für mich der perfekte Platz. Und der Rest ist mir egal, wie die leben, wie die wohnen. Also, sie müssen einfach wirklich wissen, dass sie sich ein Lebewesen anschaffen für die nächsten 15, 16 Jahre. Und ja, was ihre Aufgabe ist. Und dann stimmt das für mich. Der erste und der letzte ist am schlimmsten. Es ist auch immer schlimm, ich habe immer das Gefühl, ich muss einen behalten, weil ich von jedem noch irgendwas finde, oh nein, das kann ich auch nicht geben. Man hat auch immer so in seinem Wurf den Herzenshund. Ja, die 9 Wochen, eben, die sind so intensiv für mich, dass ja, ich muss sagen, es ist ein weinend und ein lachendes Auge, weil ich habe wirklich tolle Leute um mich und tolle Leute, die die Hunde überkommen und das ist eigentlich da, wo es mir leichter fällt, um die abzugeben, indem dass ich einfach weiss, ich könnte nicht mehr allem gerecht werden. Von dem her haben sie es viel besser dann. Ja, aber es ist immer so eine Sache, die wieder abzugeben. Das ist auch der Moment, wo ich immer denke, oh Gott, warum züchte ich? Warum tue ich mir das an? Ja, weil es ist so eine wunderschöne Zeit. Aber eben, ich muss auch wieder sagen, dafür habe ich noch wieder mehr Zeit für anderes. Und das ist wieder der Moment, wo ich denke, es ist gut, züchten sie aus. Wo ich kann sagen, ich kann mich wieder voll auf den Sport konzentrieren mit den Hunden. Ich kann mich wieder meiner Familie widmen, den anderen Hunden, die auch zu kurz kommen natürlich. Ja, von dem her, eben, es ist immer so ein Abwägen. Eben, am meisten gibt mir einfach wirklich den, dass ich einfach tolle Leute habe, die Hunde bekommen. Das ist für mich das Schönste. Darum denke ich, ist der Moment, wo es geht, der schwierigste. Aber nachher, wenn dann Fotos kommen und alles gut angekommen sind und die ersten Nächte gut gegangen sind, dann entspanne auch ich mich und denke, ja, hast du gleich alles richtig gemacht.